Unfall eskaliert in einer wilden Schlägerei. Mit einer Holzlatte bewaffnet drischt ein Mann auf einen anderen ein. Der Auslöser für diese Keilerei? Ein Unfall, bei dem eines der Autos auf die Seite gekippt ist. Deshalb rasten vor einer Bank in New York alle aus. Nach und nach kommen immer mehr Menschen hinzu, schlagen wild aufeinander ein. Manche bewaffnet, manche nur mit den bloßen Fäusten. Der Versuch zu schlichten scheint erstmal total sinnlos. Es wird wild drauf losgeprügelt. Später nimmt die Polizei drei Personen fest. Ernsthaft verletzt wird zum Glück niemand. Auch der Verkehrsunfall geht harmlos aus, es bleibt bei Blechschäden. Nachdem diese wilde Prügelei am helllichten Tag eskaliert, auf den Straßen New Yorks.